Was macht ihr mit der übrig gebliebenen Farbe? Diese Frage wurde uns echt oft gestellt in den Kommentaren. Und ich denke, ich muss euch die Wahrheit sagen. Wir essen die Farben auf. Deswegen heißen wir auch Fiji-Farben. Nein, natürlich nicht. Ich bringe die übrig gebliebene Farbe in das Büro vom Chef, der auch gleichzeitig Malermeister ist. Er streicht diese Farben an die Wand und beschildert die Farben. Und unser Ziel ist es, die komplette Wand mit der übrig gebliebenen Farbe zu streichen, so dass er gar kein Weiß mehr zu sehen ist. Wir sind noch im Prozess, also abonniere diesen Kanal, um keinen weiteren Fortschritt zu verpassen. Unser Ziel ist es, so wenig wie möglich zu verschwenden. Jetzt habt ihr die Antwort auf die Frage...